Hallo Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Far Cry New Dawn. Wieder mit dem René. Servus. Heute haben wir uns vorgenommen, einmal die Mission zu machen mit dem guten Timber. Diese Mission hier. Und dann geht's einen hoch zum Ausbruch. So, haben wir ein Auto hier? Kannst du ein Auto organisieren gerade? Ich brauche gerade eins. Ja, das wäre super. Werkstatt haben wir Rang 1, ne? Ja, yeah, wir haben alles Rang 1. Sehr gut. Liefern. Ich habe alles hochgepusht schon mittlerweile. Das machen wir Step by Step. Alles, wir müssen mit Level 1 und 2. Ich glaube, Waffen haben wir als einzige. Waffen? Nee, wir können ja noch nicht weiter leveln. Wir müssen erst den Captain befreien. Ne, wir sind Captain. Den, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Ah, können wir hin. Können wir schon hin. Auf jeden Fall, die Hauptmission müssen wir jetzt weitermachen. Dann können wir endlich weiter leveln. Das können wir hin. So, ich brauche. Wo habe ich mein Mineralwasser hingestellt? Ja. Ich brauche immer Wasser beim Zocken. Ja, oder Wasser trinken nebenbei. Ja. Wo ist. Oh, da ist ein Geisel. Habe ich ihn erwischt? Ich habe ihn erwischt. Jawoll. Da drückt die Geisel befreien. Ich spring mal raus. Wo ist die Geisel? Ah, der rollt weiter! Du musst hinterher, der rollt weiter! Ja, ich bin schon dran. Ja, das kann doch sein. Warte, ich war vor den, ich halte den auf. Ich glaube, der fährt weiter, ne? Nee, der ist tot, der ist auch definitiv rausgefallen. Oh. Das habe ich gesehen. Mein Eier hat hier gerade so ein bisschen hinterher. Aber ich habe zu früh abgebremst. Oh, Blümchen. Oh, jetzt. Ja, bin dabei. Passiert. Alles für den Skillpunkt. So. Hier muss man sich die Geisel noch richtig arbeiten. Ne? Vorteilspunkte erhalten. Ja, ist doch gut. Oh, ich hab 5 verfügbar. Ja, genau. So, wieder rein. Die Dame, also der Herr eigentlich, die Dame. Ja, stimmt, ich spiele bei Pegaraka. Gut, dann war das. Nimm mal die Geisel noch befreit. Oh. Ich glaube, kann das alles was überfahren hast gerade? Ja, ich glaube auch. Ja, passiert. War nicht wir. Fahr weiter, fahr einfach weiter. Du hast mich gesehen. Genau, Tim, die nächste Mission, die wir jetzt machen, die hast du gesagt, die ist ganz cool eigentlich so. Die Timber-Mission? Der Timber als Begleiter ist ganz cool. Ja gut, aber den können wir leider nicht einsetzen, da wir zum zweiten schon unterwegs. Ist im Gegensatz zu GTA 5. Far Cry 5, ist es hier nicht möglich, zwei Leute plus Begleiter zu nehmen. Ja, bei Far Cry 5 konntest du wenigstens einen Begleiter mitnehmen, ne? Ja, sehr geil. Einmal kurz mit dem Sägeblatt angegriffen. Das ist eine coole neue Waffe, der Sägeblattwerfer. Mhm. Da kommt immer was entgegen. Okay, das ist ein Verbündete, egal. Ja, ich wollte die auch schon erschießen. Direkt die Schleuder gesickt. So, nehmen wir das mal mit. Mal kurz noch schnell schnell looten. Ich würde das Auto wohl gerade sagen, wollen wir gleich mal abstellen. Ich wollte gerade sagen, ja. Bisschen. Also, sieht besetzt da aus irgendwie, also. Ey, ja, das wollte gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, das wird wahrscheinlich nicht so sein, dass wir da. Also ich sehe mit dem Fernglas bis jetzt nix. Ich bräuchte eine Erhöhung. Sonst wird das gerade sehr schwierig. Ich sehe nur die Waffe. Ja, es sind auf jeden Fall Gegner drin. Ich hab's immer noch keinen gesehen. Ich höre nur. Überall. Ich höre auch. Ich höre einen Hund.
Quelle, das wird wahrscheinlich der Timber sein. Und hier sind Vorräte. Schloss knacken. Knacken wir das Schloss. Ach, das. Ich arbeite mich mal Step by Step da rein. Ich glaube nicht, dass wir da allein. Das sieht mir zu ruhig aus. Ja, eben, das ist das. Hier ist wirklich alles ruhig. Hier sind Waffen. Aber keine Gegner. Überall Vorräte, Molotov-Cocktails. Im Suchgebiet. Da ist Munition. Da ist auf jeden Fall ein Gegner. Die sind hier, oh, in der, ja. Hier in der Garage sind die. Du müsstest sie eigentlich auf der Map haben. Ja, ja. Okay, da. Haben wir. Oh, Abpraller. Oh. Der Arsch. Oh, ich wollte entdecken. Ja, in der Garage ist einer. Jawohl. Autoteile. Da ist er. Können die anderen nicht mitnehmen? Die anderen auch mitnehmen. Hui. Ihr lauft, Hunde, lauft, lauft. Ihr seid frei. So, doch noch. Ist ein bisschen zuversichtlich. Jetzt mal gucken, ich das Ziel. Hier ist der Schlüssel verfügbar. Schlüssel. Ich knack das Schloss einfach. Oh, oder so. Na, kommt. Los, lauft in die Freiheit. So, wunderbar. Ja, cooler Hund. So. Das gehört nicht, ne? Aufgabe erfüllt. Wo Hunde Nahrung sind. Aber das ist halt kein Boomer, der Timber. Oh, da kommen Gegner. Es kommen Gegner, es kommen Gegner. Ja, ich hab hier gerade das Schloss geknackt. Sehr gut. Von dem Safe. Ah, nice. Ich wollte gerade sagen, es ist mir zu ruhig gewesen. Das war mir klar, dass das nicht hätte sein können. Aber ich höre schon die Fahrzeuge. Ja. War das nur der eine? Kann doch nicht sein. Keine Ahnung. Es hörte sich aber nicht nach mehreren Fahrzeugen an. Der eine, der da tot liegt, den habe ich vor dem Fahrzeug erschossen, also bevor wir das Fahrzeug gehört haben. Deswegen. Eigentlich müsste hier noch mindestens einer sein. Hier ist auch noch. Toter Hund, okay. Uninteressant. So. Dann gucken wir uns hier nochmal um. Wir müssten immer noch zwei hier ist auch eine Feder. Oh. Hier ist auch eine Feder. Fahrzeug. Und hier ist auch ein Medikit. Na gut, die kannst du ja auch selbst produzieren. Da hab ich voll. Kannst du mal das Schloss? Kriegst du? Ja. Da oben. Kannst du mal kurz das Schloss knacken? Jo. Hier ist ein Loch in der Okay, das kann ich nicht mitnehmen. Voll. Ich gucke gerade mich noch ein bisschen um. Weil ich vermute, dass hier nur mindestens ein Teil hier rumliegt. Nochmal Kupfer. Hier oben liegt die Feder. Alle vier gefunden. Nice. Da unten, ja. Na, ich glaube aber immer noch nicht, dass wir. Kletterhaken. Ich bin jetzt gleich auf dem Aussichtsturm. Oh, krasse Scheiße, Alter. Hier liegt alles Mögliche rum. Ich hole mal das Schlagglas raus. Ich glaube, Hunde in der Reihe rum. Ich höre da auch noch ein Fahrzeug irgendwo. Also ganz ehrlich, hier ist nichts mehr. Ich bin oben auf diesem Aussichtsturm. Ich habe Fernglas ausgepackt. Was mag hat der denn da gerade? Ich komme hoch zu dir. Die Hunde markiere ich. Okay. Also nur friedfertige. Ups, das war keine Absicht. Ich hab die Schlosse. Ja, es war aus Versehen passiert, weil ich eigentlich im Kletterhaken wollte. Gut, dann sind wir damit durch mit dem Teil und wir können mal auf die Uhr gucken. Okay, soweit passt es.
Dann gehen wir nämlich hoch jetzt zu der nächsten Story-Mission, ganz einfach. Dann ziehen wir die auch noch durch heute. Würde ich sagen. Jo. Wird Zeit, langsam. Mit der Jute, ich weiß echt nicht mehr, wie der Kerl heißt. Willst du mal fahren? Nee. Das endet nie gut. Gut. Hier ist wieder eine Vorratslieferung irgendwo gelandet. Echt? Vermutlich da hinten, wo die. Ne, sind die Runde. Wahrscheinlich. Kam gerade ein Flugzeug irgendwie runter. Sollen wir die holen, oder? Na, mir ist das egal, wir können aber weitermachen. Lass uns weiterfahren. Ja. Da fallen noch genug. Oh, Schwarzbär Rang 3. Achtung! Könnte gefährlich werden. Wie das Bison. Oh. Genau, Rush heißt der Kerl. Oh verdammt, jetzt haben die uns auch entdeckt. Jetzt aua. Natürlich hier die Kacke am Dampfen, wa? Ja. Nein, da oben liegen wieder Teile. Dann muss ich halt in das Gebäude zu lang, ja klar. So, dann gehen wir mal auf das Förderband hier. Damit ich mir die Kiste da oben holen kann. Das sind insgesamt 6 Stück, die hier rumstehen. Ah, hier steht die zweite. So, fehlen uns noch 4. Achso, das Förderband, die hast du schon. Naja. Bist du das Förderband mal ganz hochgelaufen? Wieso ist da noch eine? 2 Stück. 2 Stück, also nee. Für die zweite musst du noch die Leiter hochgehen. Nee, tatsächlich bin ich auch nicht ganz hochgegangen. Ja, eins ist ganz oben am Ende von dem Förderband und eins, wenn die Leiter hochgehst, rechts. Direkt. Das zweite, wo du stehst, bin ich. Ja, ja, sehe ich. Ja. Nummer 3. So, dann gehen wir hier die Leiter hoch. Und holen uns die Nummer 4 noch. Oh, Moment, wo? Ja, war aber nicht alles, oder? An Gegnern. So wenig Gegner sind die Rushern bewachen. Oh, krass. Das verstehe ich, ja. Also, scheint ja nicht viel wert zu sein, der Kerl. Ja. Hier ist unten ist auch noch einer. Ja, ich sehe sie. Was war das denn unsere Leute? Ich finde nämlich gerade Nummer 5 von 6. Ich weiß nicht, wo die 6 jetzt gerade ist. Ist die innen drin? Weil hier ist eine Tür, die kann ich aufschließen. Schloss machen, meine ich. Na, mach mal. Vielleicht kann sein. Ah ne, hier ist nur dieser Bunkerabgang. Um Rush zu befreien. Ja, gehen wir mal runter.
wäre ich fast gesprungen. Guck mal. Jetzt auch keine Wache. Doch hier hinten ist eine. Die Texte lese ich euch bitte nicht jetzt nochmal vor. Falls ihr die lesen wollt, halt einfach das Video an. Ja, wunderbar. Ist noch mehr. Okay, die sind da oben. Kann ich nicht mehr. Oh mein Gott. Da geht er ab. Ich dachte, du wärst tot. Hm. Ich hätte wissen müssen, dass du es schaffst. Da. Und du kommst wegen mir zurück? Du bist verrückt. Du kommst wegen mir zurück. Wir müssen weg. Sofort. Dann machen wir das doch mal. Ich glaube, man hat eigentlich Musik gerade gehört. Wo der so komisch geguckt hat. Ich vermute auch, aber da wir den Streaming-Mode anhaben, wie wir die Musik aushaben. Ja, genau. Aber ich suche halt immer noch. Die eine Kiste, ne? Ja, jetzt haben wir ein Problem. Ich renne hinterher, ja. Ja. Schütze Rush. Du hast doch das. Also, du hast doch das. Ich bin in ein Auto gestiegen. Fahr hinterher. Mhm. Wow. Er hat viel paar Sachen versucht, wegzuhören. Gott sei Dank bin ich bei Far Cry tatsächlich nicht der allerschlechteste Fahrer. Also bei Far Cry kann ich tatsächlich relativ gut fahren noch. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie schlecht ich bei anderen Spielen fahre. Da lag noch einer hinter dem. Der ist tot. Das bin ich vor dir. I know, aber da sind immer noch Gegner von links. Okay, gut. Aber auf irgendeiner linken Seite meldet er sich gerade. Ja, schön Stein. Aber ich sehe nichts links. Da, jetzt kommen wir. Da, in dem Auto. So, schon. Gar nicht. Ich bin an euch dran. Oh, Futter wird erhalten. Sehr gut. Also die Mission ist im Koop viel schwieriger als im Single-Mode, würde ich sagen. Okay. Weil mit dem Auto hinterher zu gurken ist gar nicht mal so einfach. Tot. Und ich nehme einfach mal an, wenn ich zu weit von euch entfernt bin, scheitert die Mission. Keine Ahnung, kann sein, ja. Kann gut sein. Ich vermute. Ich auch.
Rechts hinter Felsen ist so noch einer. Oh fuck, ich hab mich gesprengt. Egal, ich verreck einfach. Ich kann dir leider nicht helfen, ich glaube, ich nicht wegkommen. Ja, ja. Ich mache einen Respawn. Jawohl, sauber. Scheiße, ey. Ich glaube, wir hoffen, dass ich das jetzt. Ne, wir haben es geschafft. Oder wir warten, glaube ich, auf dich. Der steht hier. Ich habe es geschafft. In 7, 5, 4, 3, 2, 1. Da bin ich wieder. Oder auch nicht, doch. Wir warten hier auf dich. Jetzt bist du da. Hey, cool, ich bin mit dem einen und demselben Motorrad gespawnt wie ihr fahrt. Sehr gut. Das. Ja, fährt er nicht oder was? Sag mir nicht, dass er hier stehen bleibt. Es kann sein, dass du fahren musst eigentlich. Das oder ich muss bei dir sein. Mitfahren. Ne, guck, du musst den Rush weiterkommen. Ich kann den auffahren. Na komm. Pass auf, jetzt steigt er auf. Oder? Oh, jetzt gibt es. Steig du mal auf dem Motorrad. Als Fahrer. Guck, jetzt kommt er zu dir. Warte, der will aufsteigen. Na gut, dann ist das halt so. Gott, das ist nie gut, wenn ich fahre. Weil ich keine Ahnung, wo ich hin muss. Hab ich keinen Zielpunkt? Vielleicht müssen wir noch einen Zielpunkt setzen können, irgendwie. Nach Prosperity müssen wir. Ich hab eingesetzt. Ja, ich hab auch schon. Ja, die ZTD, den ich. Ich hab ja auch. Jetzt haben wir. Ich hab ja meinen eigenen gesetzt. Schade, dass es den Fahrzeug-Takedown nicht mehr gibt. Bei Far Cry 4 und 3 gibt's einen Takedown. Hm? Wenn du neben ein anderes Fahrzeug fährst, kannst du mit dem Takedown ins gegnerische Fahrzeug rein, den. Stichst den halt dann ab und übernimmst das Fahrzeug. Das klappt auch bei ja. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Nee, nicht Far Cry, keine. Nee, Far Cry. Nee, ich weiß es aber gerade nicht. Kam jetzt vor kurzem der vierte Teil raus, vor einiger Zeit. Wo du da in Südamerika spielst. Ich komme nicht drauf. Gab's glaube ich jetzt vor kurzem mal umsonst. Just Cause, ja. Wo du dich an den Heli hängen kannst. Und dann den aus dem Heli schmeißt und den einfach den Heli übernimmst. Die Szene, ich hab's leider selber immer noch nicht gespielt. Immer noch nicht. Ich hab Let's Play gemacht zu 4. Oh, nice. Jawohl, ja. Teil 3 durfte nicht spielen, weil der Publisher da ein bisschen was dagegen hatte. Ich hab Teil 4 schon immer gemacht. Aber noch keine Probleme damit. So. Rush, die haben dich aber ganz schön zugerichtet. Ja, leider. Schon. In ein, zwei Tagen bin ich fit. Hab ich richtig gehört? Du bist Thomas Rush? Und du musst Kaminas Mom sein. Sie hat mir viel von dir erzählt. Deine Tochter ist wirklich zäh. Das kannst du laut sagen. Carmina, hol den Alkohol. Okay. Dann ja, bin ich auch dafür, wa? Ja, ich glaube aber nicht, dass sie den zum Saufen nehmen. Sondern er zum Wunden versorgen. Das Ding ist, ich trinke gar keinen Alkohol. Also, ja, aber doch mal ein Bierchen geht. Ja du, das trinke ich auch abends mal kein Bier und mit Vater oder so, das trinke ich auch. Aber ich betrinke mich nicht, weißt du? Ich trinke nicht so, dass ich den Alkohol merke. Die Zwillinge können einem jede Hoffnung rauben. Deshalb brauchen wir deine Hilfe. Jetzt werde ich. Der hatte tatsächlich doch die Soffe. Es besteht noch Hoffnung, Rush. Wir bauen das hier auf und befestigen es, wie wir es geplant hatten. So leicht ist das nicht. Wir hatten Spezialisten, Experten. Aber du hast auch klein angefangen. Also genau wie wir. Du hast es schon mal geschafft. Zeig uns wie. Wir werden mehr Leute brauchen. Sie müssen bereit sein zu lernen. Und zwar schnell. Alles klar. Okay, jetzt das Gelenk. Bereit? Ja. Thank you.
Yeah. Also gut. Fangen wir an. Wow. Hey, warte. Wie wär's mit ausruhen? Gute Idee. Gut. Prosperity kann jetzt wieder verbessert werden. Weil wir den Ausbruch abgeschlossen haben. Warte mal, kann ich das so verbessern? War das nicht. Warte. Die Basis, so war das genau, da oben. Welches Ding haben wir das so verbessern können? Komponenten. Aber wir können Prosperity selber verbessern, sagt er mir gerade. Ja, müssen wir auch, damit wir Wetter machen können. Ja, genau, dann mache ich das noch schnell eben. Und dann machen wir wirklich Feierabend für heute. Stufe 2 von 3 bei Prosperity. Solange es heiß ist. Was so gut riecht, ist schnell weg. Ich nehme das mal als Kompliment. Mom hielt es für eine gute Idee, ein Essen für alle zu veranstalten, für die Moral. Ich schätze, es funktioniert. Wir brauchen alle eine kleine Auszeit. Alle außer ihr, sie macht nie Pause. Erwarte nicht, dass sich das ändert. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal so viele Gäste hatte. Vielleicht, als ich der ganzen Stadt erzählt habe, dass ich mit dir schwanger bin. Mom. Ich hab dich zur Welt gebracht, Camina. Ich bin noch lange nicht fertig, aber es ist schön, etwas zu haben, worüber man sich freuen kann. Darauf trinke ich. Ohne dich gäbe es das alles hier gar nicht. Und jetzt hol dir einen Drink, was du dir verdient. Wie viel Wahrheit da drin steckt. Oder dass es ohne mich das gar nicht gäbe. Bei einem Far Cry 5 habe ich sogar die Camina zum Krankenhaus gefahren. Was zum Teufel? Ich glaube, wir kriegen Besuch. Ich glaube, die wollen nicht nur mitfeiern. Protection. Nehmt die lieber runter. Ihr wollt doch den Kindern keine Angst machen. Camina! Keine Sorge, alles wird gut. Tut mir leid. Ich kann's einfach nicht leiden, wenn man Kinder anlügt. Warum macht ihr das? Wegen deiner Heldin hier. Vor dir lief ja alles bestens. Aber du... Du bist ein beschissenes Problem. Du stiehlst und bringst alles aus dem Gleichgewicht. Wir sollten sie einfach umlegen. Nein. Warte. Wir wollen keine Märtyrer. Wir wollen nur allen klarmachen, dass deine Hilfe in Wahrheit ein Fluch ist. Jede Person, der du hilfst, jedes Kind, das du inspirierst, jede Siedlung, die du baust, nehmen wir dir weg. Und wenn du nichts mehr hast, kommen wir zu dir. Bitch. Nicht fallen lassen. Die einzige Währung in dieser Welt ist Stärke. Und du lässt uns schwach aussehen. Damit ist jetzt Schluss! Wir nehmen dir alles, was du liebst. Zuerst dein Zuhause. Und was wir nicht nehmen können, zerstören wir. Seid nicht hier, wenn wir zurückkommen. Kommt her, kommt her. Oh mein Gott. Sie hat einfach einen Thron auf dem Truck. Warum nicht, ne? So. Und jetzt sollten wir wirklich mal so langsam die Folge beenden, wenn wir jetzt können.
Kam noch die Cutscene dazwischen. Ja, gut, dann werde ich hier die Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Far Cry New Dawn. Und dann schauen wir mal, was das ist, was nächstes Jahr erwartet. Bis dann. Ciao.